Hallo Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Schieß mal wieder, ja, Unzi, herzlich willkommen. Aber guck mal, ich reagiere auf, Unge reagiert auf Siemens, lernt es einfach nicht. Hier habe ich mich schon mal angeguckt, glaube ich, über von Revi, können wir auch mal angucken. Und kurz noch, by the way, danke für alle, an Sinan und so, die mein letztes Video angeguckt haben. Das hieß, ich hoffe mit YouTube, April, April, gerne abchecken. Gucken wir uns kurz mal an, Leute. Bis gleich. Leute, hier auf YouTube, oder? Ja, höre ich nicht, aber wahrscheinlich Sinan und noch ein Länger hat geliked. Ihr seid absolute, verdammt nochmal Ehrenmänner, die dieses Video anklicken. Sind einfach nur verdammte Ehrenmänner. Und dann auch noch hier einen Like-Button drücken. Also, Kuss geht raus. Ich küsse euer Herz. Ehrenmänner. Creator Code Sinan. 44. Okay, Leute. Guck mal. Keine Ahnung. Check ich nicht. Kriegt trotzdem mal Herz. April, April, haha. Ja. Ist halt auch ein Ehrenmann, Sinan. Keine Ahnung, was das für einer ist. Kenne ich nicht. Aber ich hab dich auch abonniert gerade. Ja, hier. Danke, auf jeden Fall. Und jetzt, Leute, gehen wir wieder auf das von gerade eben. Bis gleich, Leute. So, Jella. Wir gehen mal zu Kuchen TV. Ihr habt es selber mitbekommen, ich habe das Video, ich habe es euch erzählt vor ein paar Tagen. Der Simex hat ja auf Passanten Kacke geworfen. Wir haben uns das Video nicht angeguckt, aber das Kuchen-Zusammenfassungsvideo, das schaue ich mir sehr gerne an. Und jo, Freunde, da schauen wir uns mal zusammen rein. Kuss, let's go. Der dummen Aktionen. Ja, nach zwei Wochen geht es mal wieder um Simex. Ja, okay. In meinem letzten Video zu Simex habe ich euch ja schon gezeigt, dass er ein Freund der Doppelmoral ist. Ja, ist er auf jeden Fall. Wenn er beleidigen kann, ist das komplett in Ordnung. Wenn er aber beleidigt, dann geht das gar nicht fit. Beispielsweise den YouTuber Lenny, den er einfach per PN für seine Frisur und dann auch noch in seiner Story gefrontet hat, obwohl er selber zu solchen Fronts Folgendes gesagt hat. Hört auf, Leute irgendwie fertig zu machen. Vor allem, wenn es... Ja, Simex, das vernünftig, was du sagst, aber wenn mein ist doch ernst, du Vogel. Aussehen. No front, ich will nicht beleidigen, aber ja. Im Kleingedruckten bei seinem Video stand allerdings auch, dass das für Simex natürlich nicht zählt. Auf der Kopf da. Ja, ist so. Weird, dass Simex dann einfach sowas sagt. In der Tat. Aber selber dann nie macht es. Ja, ist so. Das ist unfassbar. Naja, auf jeden Fall muss man ihm zugute halten, dass er sich nach meinem Video wirklich deutlich gebessert hat. Denn er hat eine tiefgehende Diskussion mit dem YouTuber Rev Insight geführt. Da hat er Folgendes geschrieben. Wollte dir schon immer mal sagen, dass du so ein fetter... Was? 30 Jahre alt, könntest Familienvater, aber hast nichts Besseres zu tun, als auf jedes meiner Videos zu reagieren und deine gestellte, unwichtige Knechtmeinung abzugeben. Du siehst aus wie mein mit deinem gefärbten Justin Bieber Adolf-Schnitt. Hä? Aber er hat doch gar keinen, glaube ich, oder? Hat sie mal gesagt? Ich weiß nicht. Selten so ein Knecht wie dich gesehen. Oh Gott, kannst fett meine Eier lecken. Die er nicht hat? Leute, ich meine das jetzt nicht ernst. Er hat natürlich wirklich, hoffe ich für ihn, aber ja. Stolz in seine Story gepostet mit den Worten fettester HS. Also ich muss ja einfach mal sagen, ich finde, dass Revi nicht fett ist. Wie ja, ist er auch nicht. In seinen Videos? Aber geht bitte nicht auf Mutter. Geht bitte nicht auf Mutter. Na gut, Simex ist natürlich ja, auch... Ja, Simex weiß halt nicht, was die Wörter bedeuten, sagt man so, sag mal, sag ich mal so. Mit dem Wort, Digga, dass er erst 19 ist. Er hat in seinem kurzen Leben schon so viel reingeschissen, unfassbar. Ist so. Unfassbar, das reicht schon fürs ganze Leben. Ja, ist so. Und die Mütter der anderen Leute beleidigt, das weiß er natürlich einfach noch nicht. Ja, ist so. Er hat zu diesen Nachrichten auch ein Real Talk Video hochgeladen, wo er auch erzählt hat, dass er danach sogar noch eine normale Diskussion mit Simex geführt hat. Okay. Komplett ohne Beleidigungen. Ich wusste gar nicht, dass das geht. Revi hat in diesem Video sogar einige Fehler zugegeben. Auf jeden Fall haben sie das Ganze anscheinend geklärt. Allerdings wird das Ganze noch asozialer, meine Freunde. Denn nachdem er in Deutschland schon einen Haufen komischer Aktionen gebracht hat, hat er sich gedacht, dass er jetzt im Ausland einfach damit weitermacht. Denn er ist laut eigener Aussage mit seiner Freundin jetzt nach Brasilien gezogen. Genau lol. Nach Barcelona. Trimax. Bestimmt, um ehrlich zu sein, weil die haben noch keine Roomtour hochgeladen, sonst hätte ich wahrscheinlich schon bewiesen, dass es sich um Airbnb handelt. Er hat dann vor einigen Tagen ist es ja auch. Vlog aus Barcelona hochgeladen. Könnt ihr am anderen Video sehen? Ich weiß nicht, ob ich das zuerst aufnehme oder das andere. Ich nehme es gerade gleichzeitig auf, nach ein paar Minuten später halt, aber ich weiß nicht, welches zuerst hochlade. Aber das ist so ähnlich wie das andere, deswegen ja. Das ist eigentlich auch gar nicht passiert, außer dass der Simex mal wieder 10 geworden ist. Für Fortnite. Hehe. Schau mal, das ohne Toilette.
Aha. Wenn du deine Mutter überredest. Ja, moin. Allerdings gibt es absolute Comedy-Legende, die jetzt eine Szene, die an Asozialität einfach überhaupt nicht zu überbieten ist. Und zwar hat seine Freundin den Hund mitgenommen. Und der macht natürlich auch Haufen, ganz normal. Das haben ja, sie dann natürlich. Auch nicht weggeräumt. Ich meine, das Erste, Kappa? Wo man sich ja wirklich schon fragen muss, warum ist halt diese Aussage hier? Nein, du bekommst 100 Euro von mir, wenn du bist auf ein Mensch. So asozial. Komm, wir werfen. Wir laufen weg. Also die Freundin ist hier noch okay, aber sie merkt's assi. Wenn die damit irgendeinen Menschen abgeworfen hätte. Ist so. Sozial kann man eigentlich sein. Und du brauchst dich auch gar nicht rausreden mit, oh, das war nur ein Spaß, das meinte ich gar nicht so ernst. Er hat sie auch gemacht. Seine Freundin hat diesen Beutel dann halt in den Müll geworfen und er hat ihn extra wieder rausgenommen. Aus diesem Müll. So ein Stil. Damit zu machen. Sie meint so ein Stil. Freut er sich noch, so ein Stil. Er hat wirklich diesen Kackbeutel genommen und hat ihn gegen den Bus geworfen. Oder gegen den Fahrradfahrer. Das wird momentan diskutiert. Siemens hat gesagt, er hat spielt keine Rolle. Es war jetzt gleich asozial. Trotzdem, ja. Wenn du die Frames einzeln durchgehst, der Fahrradfahrer dreht sich zu... Naja, andererseits, ein Bus ist natürlich, stell mal vor, man fährt ganz normal, denkt sich nichts dabei, weil dann kommt so ein Kackhaufen angeflogen. Was ist das? Aber Bus ist halt nochmal was anderes. Da kriegen es die Leute nicht ins Gesicht, es breit auf dem Boden. Aber Umweltverschmutzung ist natürlich trotzdem ist nicht okay, finde ich. Aber auf dem Fahrradfahrer geht man gar nicht, finde ich. Weil das kriegt da vielleicht ins Gesicht, das stinkt, ist eklig. Na gut, es ist ein Beutel drum, aber das, die Hundekacke ist nicht das Ekligste. Das Ekligste ist, dass es war Müll und Simex hat es wieder rausgeholt. Aus seinem Gehirn. Simex wirft einmal sein Gehirn, wenn er überhaupt eins hat. Sein Gehirn aus Müll besteht. No front. Genug, sodass man den Beutel da noch irgendwie... Man darf keine Leute beleidigen, aber bei Simex macht man eine Ausnahme, okay? Ich mach gerade auch eine Doppelmoral, aber okay. Mit Hundekacke in einem fremden Land, ein Bus an oder ein Fahrradfahrer, scheißegal, was er da getroffen hat, weiß gleich asozial. Und wenn er einen Köter getroffen, also ich meine jetzt, ich will keine Hunde beleidigen, aber wenn er jetzt einen Straßenhund abgeworfen hätte, Dinger, auf den Spielplatz geworfen, ist egal, wo er es hinwirft, das gehört sich nicht. Und freut sich dann. Also ist wirklich alles. Vor allem nicht auf Lebewesen. Ist auch noch stolz darauf. Ich hasse es. In irgendeinem Frame, wo der gelandet ist. Deswegen bin ich mal nett. Und ich sag einfach mal, dass du nicht den Menschen abgeworfen hast, sondern den Bus. Aber er hat ja kein Aim. Ups, genommen. Und ich mein, einfach hochgedabbelt. Im Video gelassen, weil er das einfach gefühlt hat. Er fand das wirklich lustig in diesem also, Moment. Das traurig. Unmöglich. Er fand es auch beim Schnitt noch lustig. Ja, natürlich. Okay, was für ein dummes Stück Scheiße bin ich eigentlich, dass ich ein Stück Scheiße... Er wirft sich selber. Ist doch, dass dieses Video am Anfang auch noch mega positive Resonanz bekommen hat. Erst mit der Zeit wurden es immer mehr Dislikes, weil halt wieder YouTuber drüber berichtet haben, dass das Video in den Trends gelandet ist. Seine Community hat es gefeiert, dass er mit Hundescheiße rumgeworfen hat. Aber auch klickt. Das wundert mich nicht. Bei technisch hat er seit meinem letzten Video überhaupt nicht abgenommen, sondern macht natürlich genauso weiter wie vorher. Beispielsweise im Video Fortnite ist tot. Da sagt er am Ende nämlich Folgendes. Was ich im Endeffekt sagen will, Fortnite wird niemals sterben. Fortnite ist tot. Aha. Was ich sagen möchte. Gar nichts. Ich will nur Klicks. Also irgendwie ist es dann ja eher weniger tot, oder nicht? Ich meine, warum schreibst du nicht einfach hin, ist Fortnite tot? Fragezeichen. Ja, ist so. Fortnite sterben oder Fortnite ist tot? Fragezeichen. Ja, ist so. Das wären fragende Formulierungen. In der Tat. Mal besser, als so eine Aussage zu bringen. In der Tat. Im Video dann selber widerlegst. Darüber ja. Hinaus widerspricht sich unser Simex ja auch relativ ja, häufig. Ja, natürlich. Das habe ich ja schon im anderen Video gezeigt, aber er macht natürlich genauso weiter. Ja. Zum Beispiel hier, wo es um Verlinkungen bei Reactions geht. 380.000 Klicks hat er irgendwo Ellis Video, Ellis Kanal verlinkt. Man kann es auch mal vergessen. Null Credits, weißt du, da gönnt man null. Das ist ganz schön komisch, weil im Video Fortnite ist tot, hast du da... Simex, und was gönnst du? Ach so, Simex macht den Leuten Geschenke. Hundehaufen. Das Video selber überhaupt nicht verlinkt. Und auch unter dem Ansage an Simex-Video ist da das Originalvideo irgendwie nicht vorhanden in der Beschreibung. Er beschwert sich also darüber, wenn andere das gar nicht machen, obwohl er das selber nur sporadisch hin und wieder mal tut. Tolle Aktion auf jeden Fall. Dieses Ansage an Simex-Video ist übrigens auch wieder was ganz Besonderes. Machen, obwohl er das selber nur sporadisch hin und wieder mal tut.
Tolle Aktion auf jeden Fall. Dieses Ansage an Simex Video ist übrigens auch wieder was ganz Besonderes. Womit sich was für eine Ansage gemacht hat. Denn das Video besteht einfach nur aus einer Ansage, die irgendein 8-jähriger Junge gebracht hat, die er einfach auf seinem Kanal neu hochgeladen hat. Und nicht Creator Code Unge. Der hat genug Parag. Ja, ja, Geld. Ja. Der hat genug Money. Der hat genug Moneten. Gehen lieber Sinan 44. Okay, Unge könnte auch gerne eindringen, aber. Spiel ja. Nicht mehr Fortnite. Hör auf mit Fortnite. Hör auf einfach mit Fortnite, Alter. Hör auf einfach mit Fortnite. Oha. Warum lädst du das bitte auf deinem Kanal hoch? Ich meine, das ist irgendein 8-jähriger Junge und Sie sagt sogar selber Folgen. Er stellt ihn bloß. Der Junge ist noch sehr jung. Er weiß nicht mal, was er da macht. Also, er weiß selber nicht, was er da tut. Aber er gibt ihm noch eine Plattform, dass noch mehr Leute ihn sehen, um ihn zu hören sind. Aber du bietest ihm trotzdem diese Plattform vor 640.000 Leuten. Er hat sogar an ein, zwei Stellen so ein bisschen aus dem Fenster gefilmt, wodurch es eventuell möglich ist für Leute, die in diesem Gebiet wohnen, herauszufinden, wer das ist. Auch seine Klassen- bzw. Schulkameraden können ihn natürlich mega leicht identifizieren. Ja, ist so. Denkt ihr, Simex hat das Ganze zensiert hochgeladen? Nee, nee. Nein, das habe ich nachträglich gemacht. Es gibt sowas wie Datenschutz, Simex. 8-jährigen Jungen, der da 3 Minuten irgendwie Scheiße labert, einfach unzensiert im Internet gezeigt. Unmöglich. Muss sowas sein, von nee. So einer großen Reichweite. Ich meine, der Typ beleidigt ihn auch einfach im Video. Also, wenn ihn jetzt irgendwer erwischt und der vielleicht sogar wirklich ein Simex-Fan ist oder sich einfach nur über den lustig machen möchte, dann hast du ihn jetzt einfach zum Gespött seiner Schule oder Klasse oder whatever gemacht. Weil du ja. So eine komische. Ja, das kann Simex gar nicht verstehen. Ja, ja, der ist so doof dafür. Das verstehe ich als Kind besser. Konsequenzen nach von seinen Handlungen. Scheiße rum, er lädt irgendwelche Kinder auf seinem Kanal hoch, die dann private Probleme bekommen. Er versteht einfach nicht, was das für Konsequenzen er hat. Oder er möchte es nicht verstehen, oder ihm sind die Klicks wichtiger als alles. Eins von den dreien würde es sein, und das ist einfach nur disgusting. Ansage einfach unzensiert hochladen musstest. Es ist ja auch nicht so, dass Simex irgendwas zum Video dazu beiträgt, bis auf dem Intro, wo er einfach nur sagt, was jetzt kommt, hat er keinen Part mehr im Video. Er reagiert nicht drauf, er hat auch keine Einschnitte oder sonst irgendwas, sondern es kommt das Intro, danach kommt diese Ansage und dann endet das Video. Warum musstest du das hochladen? Simex macht sich meiner Meinung nach einfach immer unbeliebter bei den Leuten. Wenn man sich die Bewertung seiner Videos so anguckt, dann sieht man, dass es halt auch immer schlimmer wird. Klicktechnisch läuft es natürlich gerade noch, aber ich kann dir jetzt schon sagen, wenn du so weitermachst, dann wirst du einfach zu einem wandelnden Meme. Und ja, dann wird es vielleicht noch ein, zwei Jahre ja, laufen, auf jeden Fall. Die YouTube-Zeit höchstwahrscheinlich vorbei. In der Tat. Für das, was Simex so macht, wäre ein, zwei Jahre noch sehr, 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 sehr stark. Also ein, zwei Jahre noch nicht so. Da denkt sich Simex. Da bin ich dabei. Das haben wir von anderen YouTubern mitbekommen. Ich wünsche dir natürlich viel Glück. Er hat mit Revi geschrieben. Er hat wohl auch gesagt, dass er jetzt sein Content ändern möchte, dass er das anders aufbauen möchte und alles, was halt dazugehört. Da wünsche ich dir natürlich viel Glück. Ich hoffe natürlich, dass du trotzdem so bleibst, weil sonst gehen mir die Videos auf. Ich so. Aber so langsam, Leute, ist auch, wie heißt es? Ferien. Und ich wünsche euch eine schöne Ferienzeit. Ich werde bestimmt noch mehr Videos machen. Mal gucken. Bleibt gesund in dieser schweren Corona-Zeit. Haut da rein, Leute. Ciao.